So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Jump World auf dem Timbolia Server. Die Map lädt noch. Ladet, hätte ich was gesagt. Oh mein Gott, was ist falsch mit mir? Ich bin heute ein bisschen spät dran. Es ist jetzt 3:30 und ich wollte die Folge heute noch rausbringen und deswegen nehme ich jetzt Jump World auf. Obwohl Aura auch gegangen wäre, aber das habe ich halt gestern schon hochgeladen. Deswegen gibt's Aura. Hey Nils und andere. Was spiele ich überhaupt für eine Map? Icecraft MC Room Tour. Wer ist Nils? Ich habe eine Map für den Eisbären gebaut. Okay, kann ich nicht. Natürlich wünsche ich euch... Achso, Entschuldigung. Ich wünsche euch natürlich viel Spaß und hoffe, es gefällt euch. Viel muss kleingeschrieben werden. Liebe Grüße, hast du Kekse. PS, die Sachen sind nicht alle original gebaut und alle Sprünge sind getestet und machbar. Aufgabe, finde eine Möglichkeit, um aus der Mülltonne rauszugelangen. Oh, da geht es noch weiter. Hier sollte eigentlich ein Kleiderschrank hin, aber wir hatten nicht mehr so viel Platz und hatten ebenfalls keinen Bock, den Raum zu vergrößern. Das ist schon mal eine sehr gute Einstellung, wenn man eine Map baut. Ich weiß nicht, wieso das hier ein Tagessieger geworden ist. Wenn am Anfang direkt schon steht, ja, eigentlich hatten wir gar keinen Bock hier die Map größer zu bauen. Deswegen haben wir einfach alles so gelassen. Das scheint nämlich hier dieser Standardraum zu sein in diesen Milchkartons oder was auch immer das ist. Ich gehe einfach mal hier hoch. Kürze ein bisschen ab. Warum auch nicht? Oh. Nice. Wenn man einfach direkt runterfällt. Also ich kenne... Oh, scheiße. Ich kenne den iCrafter MC nicht. Ist aber ja auch nicht schlimm, denn ich muss ja auch nicht jeden kennen. Wenn ich jeden YouTuber kennen würde, dann wäre es auch ein bisschen seltsam. Ich schaffe den Sprung nicht. Fängt schon gut an. Und es gibt Fallschaden auf dieser Map. Okay. Das heißt, ich sterbe beim nächsten Mal runterfallen. Finde ich nicht so okay. Oh, jetzt hätte ich fast versucht, da direkt hochzuspringen. Na, endlich. Jetzt kann ich mich töten. Jetzt ist nicht mehr so schlimm. Okay, ich merke schon, es sind nur Vierersprünge. Es sind wirklich nur Vierersprünge. Was ist denn hier los? Herrgott. Map-Erbauer, please. Zack, zack. Es sind wirklich... Ja, super. Wirklich nur Vierersprünge. Hier ist auf jeden Fall irgendein Zockerzimmer, haben sie nachgebaut. Ich kenne, wie gesagt, den YouTuber nicht, den sie gebaut haben, aber... Oh. Wer bin ich schon, dass ich sagen kann, dass ich Leute nicht kenne? Hör. Zack, zack, ein paar Deckensprünge. Der letzte hat irgendwie geleckt, okay. Irgendwie habe ich schon wieder das Gefühl, dass man unglaublich viel abkürzen kann, aber ich spiele einfach mal nach. Oh, nach dem Willen der Map-Erbauer. Und gehe hier hoch. Zack, Vierersprung. Okay, das habe ich schon mehrmals angemerkt bei anderen Maps, die ich schon gespielt habe. Wo ich mich jedes Mal gewundert habe, warum das Tagessieger geworden sind. Denn, ich meine, klar ist die Map schick gebaut mit einem Computer, mit einem Fernseher, mit allem drum und dran. Aber bei Jump World sollte es doch eigentlich um die Sprünge gehen und nicht nur um die Optik. Also auch um die Optik, aber nicht nur. Wenn hier einfach 90% der Sprünge nur Vierersprünge sind, dann weiß ich nicht, wieso diese Map so gut bewertet ist. Muss ich wieder mal ehrlich sagen. Wahrscheinlich wieder von irgendeinem YouTuber. Oder sonst sowas. Irgendeinen Social Media Star. Na, ich guck mal erstmal hier lang. Wenn mir jemand sagt, da geht es weiter, dann habe ich nämlich immer das Gefühl, dass ich abkürzen kann. Und ich habe schon geschafft. Ja, es tut mir so leid. Ich habe eigentlich gesagt, dass ich nicht abkürzen möchte, aber es wurde mir so offensichtlich gezeigt. Anstatt dass er da... Gibt es keine unsichtbaren Blöcke? Gibt es keine Möglichkeit, das zu verhindern? Irgendwie sowas? Und wenn er da irgendwie ein dickes Kabel langlegt, vom Monitor oder von der Maus oder sonst sowas, einfach das Mauskabel. Einfach hier so zitt, zwei Blöcke hoch, kann kein Mensch rüberhüpfen, alle sind glücklich. Obwohl, nee, ich bin ja über den Monitor gelaufen. Dann halt irgendwas anderes, den Monitor hier erhoben, dass man da nicht rauf kann. Und da unten die Maus, dass man halt wirklich nicht vorbei kann. Ist doch nicht so schwer, Leute. Jetzt habe ich mir halt diese Wege alle gespart. Ist aber auch, sieht auch so aus, als wenn das alles ein und derselbe Weg wäre. Aber da man so viel überspringen kann, gebe ich der Optik einen Pluspunkt, der Rest ist mäßig. Die Map fand ich nicht gut. Sehr schade. Schade Schokolade. Lecker. Ich nehme aber jetzt irgendeine Map. Ich habe gar keine Lust,
groß nach unten zu scrollen, weil das immer ewig dauert, weil ich so viele Tagessieger schon verpasst habe. Extreme Slime Drop 3 bei Andy. Willkommen bei meinem Extreme Slime Drop. Die Quarzblöcke zeigen dir den Weg. Oh, cool. Die Map kenne ich irgendwoher. Hat die vielleicht der... Boah, schaffe ich sogar. Hat die vielleicht der Tim in einem Stream gespielt? Ich weiß es nicht. Oh, das war jetzt nicht so schlau. Das war auch nicht so schlau. Komm. Jetzt aber. Ich habe nicht gesprungen, also ich bin wieder wahrscheinlich genau auf der Kante gelandet. Was ich immer so gut kann. Nice. Ich glaube, der MC-Expert hat das mal in einem seiner Freitagsstreams geschafft. Gespielt. Also auch geschafft. Ich kann den Leute heute leider nicht gucken. Das ich versuche auch immer noch mal bei irgendeinem Timolia-Turnier mitzumachen, aber bis jetzt habe ich da noch nie so die Zeit für gefunden. Ohoho. Na komm. Nice. Boah, das ist richtig eine richtig coole Map. Ich würde gerne Checkpoint haben, danke. Laufe zum letzten Drop. Okay. Wahrscheinlich dem Quarz folgen, so wie es am Anfang gestanden hat. Also ich wollte schon immer mal ein Timolia-Turnier mitmachen. Ich werde wahrscheinlich in der ersten Runde rausfliegen, aber ich würde es dann auch aufnehmen. Ich bin nur leider noch nie dazu gekommen. Rechtzeitig da gewesen. Da habe ich es dann aber leider nicht mehr geschafft. Ja, scheiße. Habe ich es dann leider nicht mehr geschafft zu joinen, weil das schon alles voll war. Das war ein bisschen ärgerlich. So als Nicht-Premium dann da nicht rauf joinen zu können. Schade, aber muss ich mit leben. Ich hätte ja gerne mitgemacht. Ich wäre wahrscheinlich wirklich in der ersten Runde direkt rausgeflogen, wenn ich da die Leute sehe, wie... Vor allem Soupen kann ich gar nicht, also... Soup-PvP ist überhaupt nicht meins. Ich bin einfach nur so ein Draufbasher. Bogenschießen bin ich auch nicht besonders gut drin. Springen so weit, wie es geht. Okay. In welche Richtung? Scheiße. Das war ja mal... Zack, gar nichts. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Das war auch nichts. Da. Den muss ich gleich nach rechts bewegen. Ah, scheiße. Komm, nochmal. Jetzt aber. Oh. Das habe ich aus Versehen leicht nach links gelenkt. Das ist immer fatal, wenn man eine Richtung wechselt. Beim Sprung. Aber es war easy. So. Ausruhepunkt. Das ist nett von dir. Oh shit. Ah, das habe ich zu spät angesteuert, glaube ich. Komm. Nein, ich bin an der Leiter vorbei. Scheiße. Oh, wie unfair. Okay. Ich sollte einfach nur gerade nach unten und nicht... Ups. Ich glaube, das ist verkehrt, wenn man da unten... da oben einmal stecken bleibt. Denn dann schafft man diesen Sprung nicht mehr. Fuck. Ey, das ist cool gemacht. Muss ich dem Map-Erbauer lassen. Um einiges besser als die Map eben gerade. Das ist ein verdienter Stadiosieger. Weil das mal echt eine schicke Map ist. Und nicht so wie die letzten Maps immer. Hui! Oh. Hui! Wo muss ich überhaupt hin? Hier rauf. Okay, alles klar. Glückwunsch, du hast es geschafft. Danke fürs Spielen. Bewerten und noch einen schönen Tag. Jo. Es gibt noch Teil 1 und Teil 2. Werde ich aber nicht spielen noch. Achso, ich habe noch den Jump Boost. Ich wollte gerade sagen, was ist das für ein komischer Boost hier. So, wir gehen mal eben nach oben. Es scheint eine Art Vulkan zu sein. Vulkanebene. Boah, die Arbeit. Ich denke mal, das ist ein vorgebautes Gebiet. Ich hoffe mal, dass ein vorgebautes Gebiet, Alter, die Arbeit, die hier reingesteckt werden würde, aber das habe ich schon mal in der Art gesehen. Da war hier so ein Mordor-Auge drauf gebaut. Ich glaube, er hat nur sein Parcours reingebaut. Jump'n'Runs bewerten. Da ich das Gefühl habe, das ist nur eine vorgefertigte, gebe ich ein gut, kein sehr gut. Die Sprünge fand ich... Es gab keine Sprünge, ne? Ich gebe trotzdem sehr gut, sehr gut. War eine schicke Map. Hat mir Spaß gemacht. Muss ich schon sagen. Nehmen wir noch eine kurze. 8 Minuten, dann schaffe ich die in 5 oder 6. Und dann schaffen wir das. Ne, was wollte ich noch vorhin gesagt haben? Ich wollte noch gesagt haben, wie gesagt, wie ich schon gesagt habe auch,
Ich bin heute ein bisschen sehr spät dran. Einfach weil ich lange geschlafen habe und gerne noch was hochladen würde heute. Extrem schwer, okay. Trotzdem Tagessieger. Oh, ich kann gerade nicht sprinten. Jetzt kann ich sprinten. Ich bin mal gespannt, ob die wirklich so extrem schwer ist, weil bei 8 Minuten noch was? Hä? Warum sollte ich da hochklettern? Okay. Es gibt übrigens einen Unterschied zwischen extrem... Oh, Leute. Jetzt laggt es hier wieder. Man merkt das daran, dass immer dieses Neustarten erscheint, wenn ich mich zurücksetze. Es gibt aber kein automatisches Zurücksetzen, leider. Okay, es gibt einen Unterschied zwischen sehr schwer und einfach nur fucking Vierersprünge. Aber den Unterschied kennen leider viele von den sehr schweren Map-Erbauern nicht. Passt auf und findet die Kristalle. Nö. Um es durchzuschaffen, müsst ihr durch die Burg von Dennis und durch die große Wüstenschlucht. Ach, die Map heißt übrigens Wüste der Verzweiflung. Habe ich jetzt eben gerade gar nicht gesagt. Aber ich wiederhole mich. Es gibt einen Unterschied zwischen sehr schwer und einfach nur Vierersprünge. Oh, ich habe einen Jump Boost. What the fuck? Warum gibt er mir einen Jump Boost? Okay, da komme ich so nicht hoch. Dann gehen wir einfach außen rum. Einfach. Okay, das ist natürlich... Jetzt ist es schwer gerade. Dadurch, dass man hier einen Jump Boost hat, ist das um einiges schwerer. Und ich rutsche immer. Immer bei... Leitern um die Ecke springen, rutsche ich immer runter. Komme ich so hoch? Nein. Schade. Jetzt komme ich hoch. Huch. Da kann ich so rüberlaufen, ist nur ein Spalt breit. Und da war ein Checkpoint. Ich muss nochmal eben zurück. Denn man verliert den Boost. Das ist die Burg von Lord Dennis. Lasst euch nicht erwischen. Und Vorsicht vor der Lava. Ah, cool. Sind wir auch noch blind? Warum Vorsicht vor der Lava? Ich sterbe nicht in Lava. Hä? Okay. Man konnte einfach durchschwimmen. Das ist die große Wüstenschlucht. Nicht nach unten schauen, falls ihr Angst habt, Höhenangst habt. Tipp, je nach Erz wird es schwieriger. Aha. Als Tipp. Es ist kein Schwierigkeitsgrad, wenn man einfach immer nur Vierersprünge nimmt oder halt weite Sprünge. Schwierigkeitsgrad war das, was davor war, dieses mit, man wird automatisch zurückgesetzt, gut. Dieses mit Jump Boost auf Leitersprünge und sowas. Das ist für mich ein Schwierigkeitsgrad. Nicht hier sowas, sowas ist einfach nur nervig. Weil das eigentlich jeder kann. Ich meine, diese Jump Boost Leitersprünge kann auch letztendlich jeder, aber das hier ist sehr, sehr einfach alles. Oh. Ja, sagte er und fiel einfach runter. Ah, diese Eckensprünge. Ich habe noch nicht ganz raus, warum das hier eine sehr, sehr schwere Map sein soll. Extrem schwer. Und warum das ein Tagessieger geworden ist. Russacks YouTube könnte sein, dass das ein YouTuber ist. Vom Namen her. Wie der Name Russacks YouTube schon sagt, ne? Da vorne ist noch eine Leiter. Nein, nein, nein. Nicht um die Ecke schlittern. Und... Wir hätten es fast geschafft, nach 3 Minuten noch was. Die Map ist nicht sehr schwer, Junge. Oder extrem schwer hat das ja genannt. Scheiße. Ich rutsche immer einfach nur runter. Das ist mein Main-Problem gerade. Na komm. Es ist doch gar nicht schwer. Es sind einfach nur noch 2 Leitersprünge und dann ein Sprung ins Ziel. Wenn man einfach mal springen würde und nicht so wie ich. Einfach nur geradeaus runterlaufen würde. Wahrscheinlich haben alle Leute hier dran immer rumgehangen. Daher kommen wahrscheinlich die 8 Minuten zusammen. Denn diese Sprünge sind sehr, sehr känzerig. Känzerig? Ist das ein Wort? Ich weiß es nicht. Jetzt gerade kann ich nicht mal mehr ihn hier, obwohl der eigentlich immer recht leicht war. So. Es war doch einfach nur runterlaufen. Oh, der Sprung ist wirklich, wirklich ekelhaft. Wirklich. Das ist ein schwerer Sprung. Das davor war einfach nur nervig Vierersprünge. Das hier ist ein schwerer Sprung. Und jetzt rutsche ich wieder runter. Ich hasse es. Na komm, Spiel. Lass mich nicht einfach mal nur runterlaufen.
Toll. Wieso nennt er die Map eigentlich? Also wieso hat er am Anfang extrem schwer hingeschrieben, wenn nur ein Sprung extrem schwer ist? Das verstehe ich nicht. Aber ich riech mich gerade auch tierisch auf über meine Unfähigkeit, einen Sprung, den ich 50 Mal geschafft habe, einfach zu wiederholen. Denn eigentlich ist dieser Sprung nicht schwer und ich schaffe gleich die 8 Minuten, wenn das so weitergeht. Und ich weiß jetzt auch, warum die 8 Minuten erreicht wurden. Oh Mann. Warum baut man sowas und warum wird das Tagessieger? Das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. Also es muss ja eigentlich Tagessieger geworden sein, weil es von einem YouTuber gebaut wurde. Anders kann ich mir das auch nicht erklären. So. Oh, geht doch. Meine Güte, 5 Minuten. Ja, fast 6 Minuten. Hier ein Keks. Ja, danke. Ich wollte mal eben was gucken. Kann man von hier aus darüber? Nee, es ist zu weit. Viel zu weit. Okay. Weil ich eben gerade das Gefühl hatte, man könnte hier vielleicht abkürzen, aber das ist viel, viel zu weit. Gut. Weil dann müsste man einfach nur hier rüber und dann darunter, aber diesen Scheißsprung müsste man trotzdem machen. Da kann man nicht mal hin abkürzen. Okay. Optik ist nicht vorhanden. Sprünge waren eigentlich Großteil nur Vierersprünge, dann halt dieser eine Ekelsprung am Ende, der das Ganze aufgebessert hat. Deswegen gibt es da ein... okay und mäßig in Kreativität. Denn es waren fast nur Vierersprünge, keine Effekte, kein gar nichts. Dieses mit der Lava, da konnte man einfach durchlaufen. Richtig, richtig unsinnig. Und ja, die Kristalle habe ich gar nicht gesehen. Wer weiß, wo die sind. Also wenn man sowas mit Lava macht, dann macht man das doch so, dass man stirbt, wenn man in die Lava gerät. Aber das war auf dieser Map nicht so. Das war eine sehr, sehr seltsame Map. Auch eine vorgefertigte, alles hier. Ich danke mir fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.